Hallo, ich bin Christina Schilling, Laborleiterin bei Flukon und ich möchte mal demonstrieren, wie wir bei der Flukon die Epsilon-Plus-Sensoren mit Fett befüllen. So, als erstes wird der Sensor aufgeschraubt, da habe ich schon mal vorgearbeitet. Dann tarieren wir den Sensor auf einer Laborwaage, weil wir nach einer bestimmten Fettmenge einwiegen. Ursprünglich ist ja vorgegeben 8 Milliliter Befüllung, aber das hat sich bei den Fetten als nicht so praktikabel herausgestellt. Deswegen gehen wir da nach Masse. Wir nehmen etwa 10 Gramm, also es kommt jetzt nicht aufs Milligramm an, nur dass man Pi mal Daumen eine Größenordnung hat. So. Dafür benutzen wir einen etwas längeren Spatel und tragen das Fett dann in den Becher ein. Möglichst am Boden und möglichst ohne das Gewinde voll zu schmieren. Gleichzeitig gucken wir dann, dass wir die Luftblasen schon ein bisschen wegkriegen. Oh, perfekt. Und den Rest machen wir mit Klopfen. Auf der glatten Fläche, also nicht irgendwie auf der Kante oder so, dass der Becher bricht. Schön auf der glatten Fläche und auf einer festen Oberfläche. Einfach so klopfen. Anschließend nehmen wir nochmal den Spatel und streichen die Oberfläche plan. Ich glaube, das sieht man ein bisschen schlecht. So. Dann kontrollieren wir nochmal das Gewicht, dass das noch passt. Okay. Und den Rest besorgt dann der Kegel von dem Sensor. Dann wird der Sensor verschlossen und langsam zugeschraubt. Und da merkt man dann schon beim Drehen den Widerstand, wenn sich das Fett an der Elektrode hochdrückt. Wir haben das Ganze ausgelitert mit den 10 Gramm und haben geguckt, die Elektrode ist ausreichend hoch benetzt. Weniger wäre nicht gut, weil dann die Elektrode nicht vollständig benetzt wäre und das würde auch zu Fehlern in den Messwerten führen. Das war's und dann kann die Messung gestartet werden.